Hallo ihr Lieben, heute spreche ich über ein Wundermittel der Natur gegen Pickel, gegen Falten, versorgt die Zellen mit Sauerstoff, ist absolut verjüngend und wir essen es fast tagtäglich und vor allem, wenn wir jetzt Brot backen und etc. oder Pizza machen oder was auch immer, haben wir dieses Supermittel zu Hause. Und was es ist und was es kann, erzähle ich euch jetzt gleich. Und was dieses Supermittel ist, ist Hefe. Germ! Oh, Leute, ich liebe Germknödel. Also als ich Kind war, ich konnte auch Germknödel mit zerlassener Butter drauf. Boah, oh Gott, also wie dem auch sei. Aber meine Mami hat mir zum Glück irrsinnig oft Germknödel gekauft, aber sie hat auch welche manchmal gemacht. Und da gab es Germ, ja, also Hefe. Ja? Und ich kann mich schon damals erinnern, da habe ich gedacht, was macht denn der? Also tut sie diesen Germ aufs Gesicht und dann bröckelt das ab. Das schaut aus wie in diesem, wie die Mumie kommt zurück oder was weiß ich, wie dieser Film heißt. Bröckelt runter. Aber, nach dieser Mumienschicht, boah, schaut die Haut aus. Das ist ein Wahnsinn. Also Leute, ich spreche heute über Hefe bzw. Germ in der Hautpflege. So ihr Lieben, keine Angst. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie der Film heißt, aber es ist nicht Rückkehr der Mumie oder wie es auch immer heißt, sondern ich habe einfach eine Germ-Hefe-Packung im Gesicht. Also, ich möchte euch einfach zeigen, wie, hui, das ist ein Traum, ja, wie einfach es ist, mit ganz, ganz leichten Hausmitteln die eigene Haut zu verwöhnen. Also Hefe oder Germ hat Vitamin B1, B2, B3, B5, B9, boah, ja, ist der absolute Vitamin B-Komplex. Ich weiß nicht, alle möglichen Superlativen und hat noch dazu Phosphor, Zink, Eisen. Also ist wirklich, wirklich ein Wahnsinn. Und es ist einfach so, wo habe ich denn meinen? So, also ihr könnt sie natürlich frischen Germ kaufen, ja, das ist auch, natürlich kriegt sie überall. Und vor allem jetzt in den letzten 2 Jahren haben viele Leute zu Hause versucht, Brot zu backen oder zum Beispiel Pizza oder was auch immer und hatten Germ zu Hause. Wenn ihr nur Trockenhefe zu Hause habt, ist es überhaupt kein Problem. Nur bitte ein bisschen mit lauwarmem Wasser vorher und erst dann sozusagen die Inhaltsstoffe, die ich jetzt euch sage, dazuzugeben. Also auf der einen Seite können wir den frischen Germ nehmen. So, schaut mal her, dann ist das so ein richtiger Schaum. Schaum. Ich habe dazu, warum schaut das so aus? Ja? Ich habe dazu Honig gegeben. So ab 40 ist es schon super, den osmotischen und den Anti-Aging und den Enzymeffekt des Honigs, schaut mein Video an, ja, für sich zu nutzen. Einfach also mit diesem Vitamin B-Booster vermischen, auf die Haut geben und einwirken lassen. Was ist das nächste? Wir können natürlich das auch mit Schleimobers machen, wenn unsere Haut extrem trocken ist. Super Tipp von meiner Mama übrigens. Dann gibt es natürlich, wenn wir fettige Haut haben, dann nehmen wir Joghurt. Ja? Das ist auch sehr, sehr gut. Und wenn wir kein Milchprodukt nehmen möchten, dann nehmen wir ein super tolles, natives Olivenöl zum Beispiel. Ja? Honig bei Bedarf, wenn man das möchte, immer dazu mischen. Also hier ist zum Beispiel Trockenhefe, da seht ihr, das ist jetzt, da habe ich ein bisschen weniger reingegeben, was überhaupt nichts ausmacht. Ja, es ist ganz wichtig nur, dass es auf der Haut bleibt und bitte achtet darauf. Ja, es kann natürlich sein, sozusagen, wenn ihr zu viel Flüssigkeit gibt, dann fließt das Ganze runter, das soll es natürlich nicht sein. Dekolleté nicht vergessen, Hals nicht vergessen, ganz wichtig. So, und was passiert mit diesem Hefe-Germ-Mischung auf unserem Gesicht? Also erstens, diese Hefepilze versorgen die Haut mit Sauerstoff. Hey Leute, ja, es bleibt nicht auf der Epidermis, auf der obersten Hautschicht, sondern kommt nach unten. Ja, ich meine, das ist so zellverjüngend. Dann, vielleicht kennen das einige, bei der Pubertät oder so war das immer wieder ein Thema. Zum Beispiel super, super, super gegen Akne und richtige Pusteln. Ja, also Hefe ist wirklich da ein Wundermittel. Aber natürlich, es ist auch gegen Fältchen und Falten, es glättet. Ja, sozusagen von innen. Also ihr Lieben, ja, bitte nutzt Hefe oder beziehungsweise Germ für eure Hautpflege. Es ist ganz einfach zu kriegen. Geht es in den nächsten, wo auch immer, wo ihr sowas kriegt, in den Supermarkt, ja, und kauft es. Es ist günstig, ein
Super Mittel. So, hier geht es rauf und jetzt beginnt es bei mir wirklich richtig zu jucken. Und nach einer Zeit, ja, wird es so trocken. Das ist dieser Mumien-Effekt, was super ist. Super, super, super. Auch die Poren werden zusammengezogen. Ja. Und dann nicht sofort runterwaschen, sondern warten, bis es so bam, 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 runterbröckelt und dann schön abschrubben. Dann, oh Gott, eine Vitamin B-Pille. Hey Leute, das ist ein Hammer. Genießt es, ja. Und dann schön die Haut mit dieser trockenen Masse peelen einfach, ja. Es ist wunderbar. Und erst dann mit lauwarmem Wasser runterwaschen. Genießt es, wirklich. Es ist, oh, ja, und wirklich, ihr spürt es richtig, dass die Haut beginnt zu atmen, ja. Das soll sein, die Haut atmet. Und bitte vergessen wir nicht, die Haut atmet wirklich, ja. Nicht nur unsere Lunge, auch unsere Haut. Also deswegen verwöhnen wir sie. Geben wir unserer Haut, was sie braucht. Und das ist ganz, ganz einfach, wenn es auch nur, unter Anführungszeichen, nur Hefe oder Germ ist. So ihr Lieben, ihr merkt schon, nach einer kurzen Zeit schaue ich langsam aus wie eine frisch gebackene Semmel, aber frisch, frisch, knackig. Also das macht er gern mit uns. Also bitte, wir haben fast alles zu Hause. Wir können das ganz, ganz schnell machen, unsere Haut verwöhnen. Und wenn ich es nicht gesagt habe, ui, das juckt jetzt langsam, wenn es ein bisschen zusammenzieht. Noch etwas, beim frischen Germ bitte aufpassen, nur wirklich 2-3 Tropfen von der Flüssigkeit, was ihr dazu gebt, weil es wird natürlich in Sekundenschnelle ganz, ganz, ganz flüssig und dann könnt ihr das fast nicht auftragen und das Ganze, es juckt, Entschuldigung, tropft so irrsinnig. Also, ihr Lieben, ich gehe jetzt langsam dann meine Germmaske runterwaschen. Ich freue mich, wenn ihr mir euer Like gebt über eure Kommentare und ich freue mich, euch nächstes Mal wieder bei Davidson begrüßen zu dürfen. Also, bis bald!